Bei eisigen Temperaturen und einem noch unangenehmeren Wind trat der 1. FC Magdeburg vergangenen Samstag gegen Wacker Nordhausen an. Grund für das kurzfristig angesetzte Testspiel war die Punktspielabsage gegen Meuselwitz. Die erste Hälfte bot den Fans nur wenige Highlights. Die erste größere Möglichkeit erkämpften sich durch einen schnell gespielten Konter die Gäste. Flanke in den Strafraum und per Kopf über die Latte. Magdeburg zwar insgesamt mit mehr Spielanteilen, dennoch scheiterte man zu oft schon im Aufbau guter Chancen, sodass sich die Torgefahr in Grenzen hielt. Die Gäste hingegen mit weniger, dafür aber konkreteren Möglichkeiten. Schön gespielt, doch an Tischer kamen sie nicht vorbei. Anders in den zweiten 45 Minuten. So langsam schienen unsere Spieler aufzutauen. Magdeburg nutzt nun konsequent die sich ergebenden Möglichkeiten. Und so war es nur wenige Minuten nach Wiederanpfiff Marius Suvislo, der den Ball zum 1:0 für Magdeburg ins Tor brachte. Und Blau-Weiß legte nach. 70. Spielminute, Ecke für den Club. Bordenski über den Keeper hinweg zum 2:0. Nur 2 Minuten später wieder Ecke für den 1. FC Magdeburg. Aus dieser Perspektive leider schwer zu erkennen, aber erneut ist der Ball hinter der Torlinie. Schütze zum 3:0 Endstand Christian Beck. Nach einer durchwachsenen Leistung in der ersten Hälfte überzeugte die Petersen-Elf in den zweiten 45 Minuten und gewinnt verdient. Bleibt zu hoffen, dass das nächste Spiel unserer Mannschaft dann endlich wieder in der MDCC-Arena stattfinden kann.